Was geht ab, Modo Z-Fighter, aus der und heute bei einem weiteren Dragon Ball Legends Video. Wir werden heute ein bisschen summonen. Wir haben die Tickets, die werden wir raushauen vom Master Pack 1. Haben aber noch einen garantierten Sparken-Ticket, den habe ich mir extra aufgehoben für das Video hier, nämlich das von hier, dem Ultra-Ticket-Beschwörung. Da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt, welchen ich ziehen werde. Ich sag's jetzt schon mal ganz ehrlich, ich hätte gern Mai. Ich hätte gern Mai, vor allem auch das, was uns erwartet. Dementsprechend, Freunde, wir werden uns heute quasi, ja, wir werden die Master Pack 1 Tickets raushauen, denn die sind nur noch bis, also indem ich das aufnehme, 11 Tage lang gültig bis zum 30.01. 7 Uhr morgens unserer Zeit. Grund dafür ist, das erscheint vom Master Pack 2 Banner. Indem ihr das Ganze seht, ist das Banner schon offline mit dem Double Rates. Hier kann man aktuell nur mit Zeitkristallen farmen. In der Zukunft, bin ich mir sicher, werden wir auch Tickets bekommen, so wie im Master Pack 1 Banner. Und da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt. Das sind ja die Daily Tickets aus den PvP-Missionen und, die wir uns da erfahren können mit, für den Master Pack 1 Ticket. Und das ist quasi dann übernommen in der Zukunft. Und dann werden wir dazu in der Lage sein, komplett Free-to-Play an der Stelle im Master Pack 2 Banner zu summonen. Und das Master Pack 2 Banner ist wirklich gar nicht mal so schlecht von den Charakteren her. Aber wie gesagt, ich fange einfach mal nebenbei an. Wir sehen, wir haben jetzt 4 Multis, haben noch den garantierten Beschwörungsticket. Wir machen 2 Multis, gehen dann rüber zum garantierten. Und nebenbei reden wir ein bisschen über Legends, Freunde, was so vielleicht abgeht aktuell. Wir haben in-game die Charlotte, neue Charlotte-Mission. Am besten bringt ihr einfach euren Boy Charlotte bis Level 2000. Tut die Panels öffnen, die also tut ihn Seenbusten quasi. Ey, ein Spartan-Charakter, endlich mal. Wisst ihr warum? Weil in diesem Banner haben wir lange keinen Spartan-Charakter mehr gezogen aus den Tickets. Auf jeden Fall cool. Wir gucken einfach mal gleich, wen ich hier ziehen werde. Jedenfalls, genau, macht ihr am besten die neuen Shoutout-Missionen. Es sollten, glaube ich, auch, ich glaube, neue Story wurde hinzugefügt in ein paar Tagen. Ich habe lange, was heißt lange nicht mehr? Ich logge mich auf jeden Fall daily ein. Legends spielt es auch die ganze Zeit oft, sage ich mal so, ist nicht. Aber ich werde irgendwie aktuell nicht warm in PvP. Ich weiß warum. Wenn da quasi, ich weiß, ich werde in PvP nicht warm, um ehrlich zu sein. Ich habe letzte Woche, glaube ich, 2-3 Stunden PvP gesuchtet. Okay, her damit. PvP gesuchtet und hab, damit ich quasi einen Multi raushauen kann bei einem Future Banner, bei einem Future Gohan Banner, und hab dann leider nur den Kid Gohan gezogen. Das war gar nicht mal so schlimm. Mich hat einfach nur getriggert, wie es im PvP so abging. Also, ich will da niemanden schlecht reden oder so. PvP macht natürlich Spaß, aber ich weiß nicht, so Broly, der haut alles links und rechts weg. Ich hab zwar auch Broly, so ist es nicht, aber irgendwie war ich total getriggert. Vielleicht weil ich nicht mehr so eingespielt war oder so, oder vielleicht weil ich einfach schlecht war, kann auch sein, so ist nicht. Aber es hat mich irgendwie total getriggert, weil ich habe immer nur die gleichen Charaktere gesehen und die Charaktere haben halt alles weggehauen, sag ich mal. So, vor allem die Kombo mit Broly, Gogeta und dem Super Saiyan Bardock ist nicht schlecht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ihr könnt mich gerne korrigieren, könnte es auch anders sein, irgendwie habe ich das Gefühl, dass, also zum einen natürlich ganz klar, kann man in Legends viele Teams bauen. Und das ist das Geile an Legends. Man kann viele Teams bauen, mit vielen Teams spielen. Wenn ein Team gut ist, wenn man gute Charaktere hat, dann macht das Ganze auch auf jeden Fall auch Spaß. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass legit Broly hat, ich habe das Gefühl, Broly hat der hat auf jeden Fall einen Vorteil. Ja, nicht nur, weil er Keyblast ignoriert, also wenn der Gegner Keyblast macht, du auf den zurennst mit einem Strike Attack, dann ignoriert er das, aber sein Transformation, sein Heal etc. Ich meine, die von Kai Goku ist auch nicht schlecht, aber Broly ist halt, weiß, ich habe das Gefühl, dass in Legends jeder Charakter, der neu rauskommt, irgendwie tut man ihn quasi so präsentieren, als müsste man ihn unbedingt haben. Deswegen habe ich auch im Banner von Future Gohan nicht gesammelt, weil ich habe aktuell zwei gute Teams, mit denen ich auf jeden Fall gut zurechtkomme. Das ist einmal das Team von, ich habe auch selbst Broly, wie gesagt, vielleicht kann ich euch das Ganze mal vielleicht zeigen. Und also einmal Team von Broly und das andere Team ist dann quasi mit Kalten Goku etc. Warte mal, wo habe ich hier meine Teams? Hier, das Team spiele ich gerne, das macht übel Spaß mit den drei Charakteren da oben. Aber das mit Broly ist auch richtig geil, so ein Saints-Team, ist das meine. Ich habe schon gute Teams, so ist es nicht, ich glaube, ich kann das sagen, ich habe echt gute Teams, aber ich weiß nicht, irgendwie hat mich PvP in letzter Zeit abgeschreckt. Also wie gesagt, soll nichts böse heißen, ich will da niemandem zu nahe treten oder so, alles fein. Vor allem die PvP spielen, das bockt sich auf jeden Fall, so ist es nicht. Aber mich persönlich, ich rede jetzt nur von mir, mich hat es irgendwie abgeschreckt in letzter Zeit. Ich weiß auch nicht warum. Ich kann es irgendwie nicht genau in Worte fassen. Was ich irgendwie auch geil finde, ich gehe mal hier rein. Ich bin gespannt, was für einen Charakter wir kriegen. Was ich auf jeden Fall geil finde, ist, dass neue Charaktere, wenn sie Siegfähigkeit 3 erreichen, also wenn man die 5-Star hat, dann bekommen sie mehr, also die meisten, vor allem die letzten zweiten Boost, zum Beispiel der Kalten Goku gibt dann der Son Goku-Familie noch einen Boost von 31%. Aber das haben halt wirklich fast alle neuen Charaktere bekommen, heißt, man ist irgendwie gezwungen, wenn man das Mindeste haben will, vor allem in PvP braucht man, denke ich, schon auf jeden Fall das Beste aus seinen Charakteren. Und wenn man wenn ein Charakter diese Siegfähigkeit hat, oder die Zeiten, ich sag mal, Siegfähigkeit 3 war oder sollte das sein? Trunks, okay, nehme ich an. Ich hätte gerne mal, aber mach nichts, Trunks nehme ich an. Also wenn er im Endeffekt, vielleicht kann ich es euch mal zeigen, was ich damit meine, wenn er im Endeffekt,
Eigentlich wollte ich nicht so über das PvP reden, weil da jeder natürlich seine Meinung hat, ist auf jeden Fall fein, aber irgendwie habe ich jetzt noch mehr darüber geredet, als ich wollte. Zum Beispiel der Goku hier ist bei mir auf 5, sondern hat den zubekommen, Siegfähigkeit 3 richtig, dass er der Son Goku-Familie noch einen Boost gibt. Das kann, der ist vor allem 30%, das ist übertrieben gut und übertrieben viel, aber das haben in letzter Zeit viele Charaktere bekommen, vor allem die jetzt, die neu gekommen sind, dass sie dann quasi zu der Future-Saga noch Hybrid Saiyan Boost geben und so und so fort. Irgendwie, natürlich ist das nicht so, aber irgendwie fühlt man sich dennoch dann gezwungen oder hat man hat dann einfach einen Vorteil. Ich glaube, da können wir uns einig sein. Man hat dann einfach einen Vorteil, wenn ein Charakter von sich selbst eben die Sehfähigkeit 3 erreicht, 5-Star erreicht und dann quasi den extra Boost bekommt. Vor allem PvP, ich glaube, das merkt man. Natürlich kann man PvP auch gewinnen, wenn man schlechtere Teams hat. Darauf will ich gar nicht ein. Natürlich kann man das machen. Deswegen gibt es PvP und so. Und in der Hinsicht ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber ich glaube, wir können schon einig sein, dass man dadurch halt einen Vorteil hat. Ganz easy. Jedenfalls, wie gesagt, ich wollte darüber gar nicht so viel reden, aber ich habe gesagt, wir sollen reden ein bisschen. Ich hoffe, das passt den meisten. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, demnächst kommt nämlich, wurde in Forge Jump angelegt, Kale und Kalifla. Und auf die bin ich auch gespannt. Wir haben ein bisschen Informationen zu den beiden. Kale und Kalifla, ihr wisst, ich bin ein bisschen Fan von den beiden natürlich. Bin echt darauf gespannt. Ich werde mal gucken, ob ich das werde. Wie gesagt, das von Gohan habe ich auf jeden Fall geskippt. Was haben die beiden aber drauf, um es mal kurz aus den Forge Jump Scans übersetzen zu dürfen. Shoutout an Dragon Ball Legends Reddit. Ich benutze das von ihm, die Übersetzung. Oder je nachdem, halt von Reddit auf jeden Fall. Je nachdem, wer das gepostet hat, sei es Crash etc. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Kale ist sehr interessant. Kale wird dazu in der Lage sein, die gegnerische Hand zu zerstören. Und, das ist neu, Obstruct Combos. Heißt, sie wird dazu in der Lage sein, Combos zu verhindern vom Gegner. Also darauf bin ich echt auch gespannt, wie das sein wird, die Mechanik. Und ich glaube, Kale und Kalifla, sie werden für die Female Warrior auf jeden Fall Boost bekommen. Und Female Warrior, das wird auf jeden Fall dann geil zu sehen, wenn da ein Female Warrior Team da auf PvP, ich sag mal, eskaliert. Das ist wiederum dann das Geile. Ich meine, es gibt viele Teams, glaube ich, wo man dann denkt, ja, okay, was? Female. Zum Beispiel, wenn wahrscheinlich der ein oder andere gegen ein Female Warrior Team kämpft würde oder gegen ein Gino-Team, dann denkt man wahrscheinlich zuerst, was ist das für ein Team? Aber das ist dann das Geile bei Legends, dass solche Teams ja das auf jeden Fall auch funktionieren. Und Mai gibt ja Female Warrior ab Siegfähigkeit 5, sollte das sein, 23% auf die HP, auf die Lebensenergie. Oh, wir bekommen noch einen Spark zum Abschluss, sehr schön. Also, ich vertraut mir das Team mit den Female Warriors, das wird auch auf jeden Fall sicherlich geil. Auf der anderen Seite jedoch, gucken wir uns erstmal an, was Kalifla hier drauf hat. Was hat sie denn drauf? Wir haben direkt einen Sparking. Kakarot, okay, her damit. Kalifla, was steht hier dran? Sie hat einen Crash Cannon, Super Attack und sie ist dazu in der Lage, Inflict Damage, also mehr Damage gegen Gegner anzurichten, die Saints sind, von Saints Tag sind und and is able to perform well. Also hier steht dran, sie wird gut performen, egal gegen wen sie kämpft. Also das ist nochmal auch interessant gelistet. Bin drauf gespannt, wie das Ganze sein wird. Und, oh, noch ein Sparking. Ja, den Gohan habe ich letztens gezogen. Was hier noch dran steht, ist, wenn der Gegner quasi switcht, dann macht sie mehr Schaden gegen ihn. Also Kalifla und Kale sind wahrscheinlich oder werden sicherlich sehr interessant sein. Ich weiß jetzt aber nicht, ob sie im nächsten Ultra Space Time Summon kommen werden. So, was gerade auf dem Tablet hatte, kann ich das rauslesen, sorry. Die Übersetzung, aber ihr könnt es auf jeden Fall gerne wissen lassen. Und auf der anderen Seite warten wir ja noch ein bisschen auf Gogeta Blue, ne? Spike und Gogeta Blue. Aber wir wissen auch nicht, wo der Boy ist. Also ich dachte ja eigentlich zum Global Film Release, aber der ist ja schon gewesen. Ich weiß nicht. Ich denke, also früher oder später sollte auf jeden Fall ein Spike und Gogeta kommen. Die Sache ist halt, von ihm ist noch nichts zu sehen. Die nächsten werden Kale und Kalifla sein. Und ja, darauf bin ich auf jeden Fall auch drauf gespannt, Freunde. Lasst mich auf jeden Fall auch wissen, seid ihr drauf gespannt. Wie gesagt, ich habe mir noch Mission aufgehoben. Ich wollte sie auf Video akzeptieren auf jeden Fall. Ich merke, ich bin ein bisschen vom Fenster, ne? Ich habe mich nämlich irgendwie selbst verwirrt, weil ich eigentlich nicht so viel über das PvP reden wollte oder über an sich, wie ich das gerade, das PvP an sich empfinde. Aber ja, ihr könnt mich auf jeden Fall gerne wissen lassen, was ihr davon hättet. Wie gesagt, Shoutout auf Klasse super gebracht, Level 2000, dazu noch ein, zwei weitere. Wenn ihr die Panel öffnet, bekommt ihr auch was, aber 300 Crystals dafür, wenn ihr auf Level 2000 bringt, also macht das auf jeden Fall. Ansonsten, Freunde, abschließend denke ich, war's das. Ich hoffe, das Ganze hat gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Moment, zack. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace.